Ja, hallo, da draußen an den Schirmen. Es ist 17 Uhr und damit starten wir die kombinatorische Optimierung. Ja, wir sind im Kapitel Branch and Bound und dieses Kapitel Branch and Bound werden wir dann auch gleich abschließen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen und das ist ein Branch and Bound Algorithmus für das Traveling Salesman Problem. Das ist auch insofern interessant, als dass wir im nächsten Kapitel mit dem Traveling Salesman Problem gleich weitermachen. Und dann sieht man gleich die Unterschiede, wie das Problem gelöst wird. Und insbesondere sieht man die Unterschiede darin, wie aufwendig das mit den verschiedenen Algorithmen ist. Ja, dazu schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Und dazu nehmen wir ein Traveling Salesman Problem auf 9 Städten, nämlich auf diesen hier, die Sie hier sehen. Also eine Entfernungsmatrix für 9 Städte. So, und das sind jetzt die Städte Aachen, Baden-Baden, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart. Gut, und ja, wenn Sie sich jetzt wundern, was sind das denn hier für Einheiten? Denn zwischen Aachen und Berlin sind doch bestimmt nicht 64 Kilometer. Ja, also die tatsächlichen, um auf die tatsächliche Entfernung zu kommen, müsste man immer das Ganze mal 10 nehmen. Das heißt, das ist also die tatsächliche Straßenentfernung dividiert durch 10. Ja, ich habe das Beispiel entnommen einem Graphentheoriebuch von Jungnickel. Da ist die Tabelle, glaube ich, so in der Weise ungefähr drin. Oder genauso drin, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, jetzt gucken wir uns an, wie wir das mithilfe eines Branch-and-Bound-Algorithmus lösen können. Wir suchen also jetzt eine Rundreise für diese 9 Städte Aachen, Baden-Baden, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart. Ja, Achtung, Traveling Salesman Problem ist jetzt ein Minimierungsproblem. Das heißt also, die Begriffe, die wir sonst hatten, die drehen sich rum. Wir hatten beim letzten Mal Branch and Bound immer im Kontext eines Maximierungsproblems betrachtet. Und dann haben wir obere Schranken, die durch Relaxationen entstanden gehabt und untere Schranken, die durch Heuristiken entstanden. Und Traveling Salesman Problem ist ein Minimierungsproblem. Das heißt, durch Relaxationen entstehen jetzt die unteren Schranken und durch Heuristiken entstehen die oberen Schranken. Gut, und ich will jetzt erstmal eine obere Schranke sozusagen für den optimalen Zielfunktionswert konstruieren und das mit Hilfe einer Heuristik. Entsprechende Verfahren kennen Sie eigentlich aus der Graphentheorie-Vorlesung oder sollten Sie kennen. Ich nehme mal an, dass der Herr Thiele auch sowas gemacht hat. Also ich habe das früher immer noch im alten Curriculum in der Graphentheorie-Vorlesung gemacht. Und ja, gehe mal davon aus, dass der Herr Thiele auch sowas Ähnliches gemacht hat. Wenn nicht oder wenn Ihnen das unbekannt ist, können Sie das ja auch mal kurz im Chat angeben. Ja, da gibt es ein bekanntes heuristisches Verfahren, sogar mit Gütegarantie, für eine Traveling Salesman Tour und die basiert auf dem Minimalgerüst. Und zwar, wenn man, dafür braucht man Traveling Salesman Probleme, wo die Dreiecksungleichung gilt. Das ist aber hier bei dem Problem, was wir hier haben, ist das gegeben. Ich also konnte das jetzt hier mal sich angucken, da gilt aber tatsächlich die Dreiecksungleichung und dann ist es so, dass über ein Minimalgerüst sich eine untere Schranke ergibt und über die doppelte Länge des Minimalgerüstes ergibt sich eine obere Schranke. Da hat man natürlich noch keine zulässige Lösung, weil das ist ja einfach nur ein Wert, aber man kann daraus eine zulässige Lösung generieren. Werden wir jetzt gleich sehen. Gut, gucken wir uns das mal hier an.
So, also die Graphentheorie sagt, dass ein Minimalgerüst, nicht, das ist, beschreibt ja im Prinzip hier jetzt einen vollständigen Graph mit Kantenlängen. Und die Theorie sagt, dass das Minimalgerüst für diesen vollständigen Graphen eine untere Schranke liefert für den optimalen Zielfunktionswert. Und wenn ich jetzt hier drauf Minimalgerüst berechne, da gibt es ja verschiedene Algorithmen, die wir nutzen könnten, beispielsweise Prim und Kruskal, dann käme ein Minimalgerüst mit einer Länge 186 raus. Und dieses Minimalgerüst habe ich hier auch mal eingezeichnet. Also das sind die ungefähren Lage der Städte. Nicht? Hier Aachen und Düsseldorf liegen im Westen, Frankfurt, Stuttgart, Baden-Baden liegen im Süden, Nürnberg und München auch, Hamburg liegt im Norden und Berlin liegt dann im Osten. Also so Pi mal Daumen sind das die Lage der Städte. Und dann sehen Sie sozusagen jetzt hier das zugehörige Minimalgerüst. Gut, ja, das könnten wir mit Prim oder Kruskal dementsprechend berechnen. So, und jetzt kann man aus diesem Minimalgerüst eine Tour konstruieren, die höchstens doppelt so lang ist wie das Minimalgerüst und damit auch höchstens doppelt so lang wie die optimale Tour. Und das geht im Prinzip ganz einfach. Dazu macht man auf dem Minimalgerüst eine Tiefensuche und fährt die Städte dann an in der Reihenfolge, in der man sie in der Tiefensuche erreicht hat. Und nach der letzten Stadt kehrt man dann natürlich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ja, wir haben ja jetzt hier das Minimalgerüst. Da kann ich jetzt an, im Prinzip bei jeder Stadt könnte ich anfangen, um Tiefensuche auf dem Minimalgerüst zu machen. Das spielt keine Rolle. Dann entstehen natürlich unter Umständen zulässige Touren, verschiedene Touren, aber für all die gilt die Aussage, dass sie höchstens doppelt so lang sind wie die optimalen. Ich fange jetzt mal hier bei Aachen an und mache angefangen bei dem Knoten Aachen mal eine Tiefensuche auf dem Minimalgerüst. Ja, wenn ich hier eine Tiefensuche auf dem Minimalgerüst mache, dann würde ich als nächstes zu Düsseldorf gehen. Dann habe ich hier die Wahl, sagen wir mal, ich gehe von Düsseldorf aus nach Hamburg und dann nach Berlin. Dann komme ich hier nicht weiter. Aber dann sind das mal meine ersten vier Städte in der Tour. Aachen, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. So, welche Stadt würde jetzt als nächstes bei der Tiefensuche ermittelt? Hier komme ich nicht weiter. Mache ich sozusagen das Backtracking. Hier komme ich aber auch nicht zu einer anderen Stadt. Mache ich also wieder Backtracking. Gehe ich hier hin. Ja, und hier habe ich eine andere Möglichkeit. Das heißt also, die fünfte Stadt wäre jetzt Frankfurt. Dann gehe ich weiter in die Tiefe. Die sechste Stadt wäre Stuttgart. Hier habe ich jetzt wieder die Wahl. Gehe ich hier hin oder hier hin? Sagen wir mal, wir gehen jetzt Richtung Baden-Baden. Dann wäre die siebte Baden-Baden. Dann komme ich hier nicht weiter, muss ich also Backtracking machen, gehe ich zu Stuttgart zurück. Hier habe ich eine andere Möglichkeit, gehe ich nach Nürnberg, ist also die achte Stadt. Und von Nürnberg aus gehe ich nach München, ist die neunte Stadt. Und damit habe ich alle Städte und dann gehe ich wieder zum Ausgangspunkt zurück und dann ist die Tour fertig. Das heißt also, mit dieser Tiefensuche auf dem Minimalgerüst würde diese Tour entstehen. Aachen, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. Frankfurt, Stuttgart, Baden-Baden, Nürnberg, München, Aachen. Ja, wie gesagt, die Theorie sagt, so eine Tour, die ist dann garantiert höchstens doppelt so lang wie die optimale Tour. Und ich habe die jetzt mal hier eingezeichnet. Nicht? Das ist jetzt genau die, die ich Ihnen berechnet habe, Aachen, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. Frankfurt als nächstes, Stuttgart, Baden-Baden, Nürnberg, München und wieder nach Aachen. Und die hat die Länge 307. Und das wäre also jetzt eine obere Schranke. Wir haben jetzt ein Minimierungsproblem, da entstehen die oberen Schranken halt immer durch zulässige Lösungen. Das ist eine zulässige Lösung. Und untere Schranke durch eine Relaxation. Und das wäre hier das Minimalgerüst. Minimalgerüst kann ich auch schnell berechnen. Der Algorithmus hat polynomielle Laufzeit. Das heißt also, die Länge einer optimalen Tour liegt also irgendwo zwischen 186 und 307. Das kann ich jetzt schon garantieren. Gut, jetzt gucken Sie sich die Tour hier mal an. Und dann sieht man natürlich schon sofort, dass man die verbessern könnte.
So, wenn man eine Tour hat, wo die Dreiecksungleichung gilt, dann kann es beispielsweise nie optimal sein, wenn so Kreuzungen auftreten, nicht? Also im Zweidimensionalen kann das nicht optimal sein. Und dann kann man sozusagen also mit einfachen Verbesserungsverfahren, beispielsweise sogenannten K-Opt-Algorithmen, habe ich jetzt auch genannt, 2-Opt und 3-Opt beispielsweise, die setzt man dann häufig ein, die sind noch relativ simpel, kann ich die Tour verbessern. So, 2-Opt bedeutet, dass ich also immer nach einem Kantenpaar austausche, dass ich immer nach einem Kantenpaar schaue, dass ich gegen ein anderes Paar austauschen kann, sodass wieder eine Tour entsteht. Das kann ich beispielsweise immer für so Pärchen machen, wo ich eine Kreuzung habe. Hier habe ich so eine Kreuzung, hier, nicht hier. So, und jetzt mache ich beispielsweise Folgendes: Jetzt nehme ich die Kante Frankfurt-Berlin raus und die Kante Aachen-München, die nehme ich auch raus. Und dann nehme ich dafür rein die Kante Aachen-Frankfurt und die Kante Berlin-München. Und dann habe ich die Kreuzung eliminiert. Das wäre also ein Beispiel für solch einen 2-Opt-Austauschschritt. Und bei einem 3-Opt-Austauschschritt sucht man sozusagen nach einem Kantentripel. Das heißt, man nimmt also drei Kanten raus und nimmt dafür drei andere Kanten herein. Das macht man natürlich nur dann, wenn sich dadurch eine bessere Tour ergibt. Und dann sieht man beispielsweise hier sehr schön, dass es wohl ungünstig ist, von Frankfurt nach Stuttgart und dann nach Baden-Baden zu fahren und anschließend nach Nürnberg, weil dann komme ich sozusagen auf dem Weg von Baden-Baden nach Nürnberg praktisch wieder direkt an Stuttgart vorbei. Da wäre es doch sozusagen günstiger, von Frankfurt direkt nach Baden-Baden zu fahren und dann auf dem Weg von Baden-Baden nach Nürnberg Stuttgart einfach mitzunehmen. Und dementsprechend würde man jetzt diese drei Kanten hier, diese hier, dann Stuttgart, Baden-Baden und Baden-Baden, Nürnberg rausnehmen und dafür Frankfurt, Baden-Baden einfügen, Baden-Baden, Stuttgart und Stuttgart, Nürnberg. Das wäre dann ein 3-Opt-Austausch. Und genauso könnte man dann auch hier, wenn ich hier den 2-Opt-Austauschschritt gemacht habe, dann sind da drin ja Nürnberg, München, Berlin. Und das kann ich dann auch besser abbilden, indem ich hier von Berlin, Nürnberg, München wähle. So, ja, und wenn ich das mache, wenn ich also diese einfachen heuristischen Verbesserungen durchführe, dann komme ich zu der Tour hier. Die sieht schon mal super aus. Und die hat eine Länge von 250. Das ist eine zulässige Lösung. Jede zulässige Lösung liefert eine obere Schranke hier bei einem Minimierungsproblem. Damit habe ich also eine verbesserte obere Schranke. Ich habe nach wie vor die gleiche untere Schranke mit 186. Und das heißt also, die optimale Tour liegt irgendwo zwischen 186 und 250. Von der Länge her wohlgemerkt. Okay. Ja, das war mal die Vorbereitung. Damit habe ich also eine obere Schranke und auch schon eine untere Schranke tatsächlich für den Brennschen Bound-Algorithmus, den wir gleich durchführen, nutzen wir allerdings eine andere untere Schranke. Aber ich habe hier diese obere Schranke von 250 und die ist für dieses Beispiel auch schon wirklich gut, wie wir dann noch sehen werden. Gut. So. Ja, die obere Schranken bei einem Minimierungsproblem entstehen ja durch Heuristiken. Damit haben wir jetzt eine. Mehr werden wir dann auch nicht mehr machen. Untere Schranken entstehen durch Relaxationen. So, beim Minimalgerüst haben wir im Prinzip LP-Relaxationen genutzt, aber die dann einfacher berechnet. Das machen wir hier jetzt aber nicht. Das machen wir im nächsten Kapitel. Hier steht im nächsten Abschnitt, ist aber das nächste Kapitel. Wir könnten natürlich auch wieder das Minimalgerüst nehmen, was wir gerade schon benutzt hatten, aber das machen wir ja auch nicht, sondern wir machen noch was anderes. So, und das andere, was wir jetzt noch machen für die Relaxation, das muss ich Ihnen kurz erklären. Okay.
Okay, das erste ist mal, dass wir jetzt immer die Entfernungsmatrix betrachten und dabei die Diagonalelemente auf unendlich setzen. Denn diese Diagonalelemente, ich zeige nochmal die Originalentfernungsmatrix. Hier ist sie. Denn die Diagonalelemente, die stehen ja sozusagen für die Verbindung von einer Stadt mit sich selbst. Und die dürfen wir natürlich für eine Traveling Salesman Lösung nicht nutzen. Dann können wir sozusagen hier unendlich reinsetzen. Gut. Gut, und wenn wir jetzt, nachdem wir dann die Diagonalelemente auf unendlich gesetzt haben, wir so eine Entfernungsmatrix betrachten und für diese Entfernungsmatrix dann das TSP lösen würden, dann würden wir sozusagen den optimalen Zielfunktionswert dafür als ZTSPA bezeichnen. Nicht Z von TS, das Zielfunktionswert für das Traveling Salesman Problem für die Entfernungsmatrix A. Das ist dann also die Länge einer optimalen Tour für diese Entfernungsmatrix. So, und jetzt kommt eine kleine Aussage. Wenn man so eine Entfernungsmatrix hat, und man hat darüber hinaus, also für ein Problem mit n Städten, man hat darüber hinaus zwei n reelle Zahlen, nämlich U1 bis UN und V1 bis VN. Und man manipuliert jetzt diese Entfernungsmatrix A, so dass eine Entfernungsmatrix B entsteht. Und zwar auf diese Weise, wie es hier beschrieben ist. Das Element BIJ entsteht, indem wir von dem Element AIJ die Zahl UI und die Zahl VJ abziehen. BIJ und dann nehmen wir UI aus diesen N-Zahlen und VJ aus diesen N-Zahlen. Dann entsteht eine andere Entfernungsmatrix. Kann ich ja machen. Für beliebige reelle Zahlen kann ich das ja machen. So, und jetzt kommt eine interessante Aussage, die gucken wir uns mal an. Der Zielfunktionswert, oh, da muss ich mich da ausblenden, für die Originalmatrix ist der Zielfunktionswert für die geänderte Matrix plus die Summe über die UI plus die Summe über die VJ. Das heißt, die hängen sozusagen eng zusammen. Ja, und die Begründung ist einfach die: In einer TSP-Tour müssen wir jede Stadt genau einmal betreten und genau einmal wieder verlassen. Das heißt, wenn wir jetzt eine TSP-Tour betrachten, für die Entfernungsmatrix A, so, dann ist die Länge dieser TSP-Tour in der Entfernungsmatrix B hier erstmal das gleiche und dann für jede Stadt wird einmal UI abgezogen, so, und einmal VJ addiert. So, und da ich eine Stadt ja nur einmal verlasse und ich auch jede Stadt einmal verlasse, kommt jeder UI-Wert genau einmal vor. Und auch jeder VJ-Wert kommt genau einmal vor. So. Das heißt also, nicht, egal welche Tour ich betrachte, bezüglich der Entfernungsmatrix A, bei der Entfernungsmatrix B wäre die Länge die gleiche minus die Summe über die UIs minus die Summe über die VJs. Und die Summe über die UIs und die VJs jetzt auf die andere Seite gebracht, gibt dann genau das hier. So, und das gilt in dem Sinne nicht nur für die optimale Tour, sondern für jede Tour. Und weil es für jede Tour gilt, gilt es halt auch für die optimale. Okay, ja, was heißt das jetzt aber? So, wenn jetzt in der Matrix B alle Elemente größer gleich 0 sind, dann kann ich sozusagen den Wert, der hier steht,
den nehme ich dann einfach weg. Das, was hier steht, wäre dann ja irgendein Wert, der größer gleich 0 ist. So, und dann ist die Summe über diese Zahlen hier eine untere Schranke für den optimalen Zielfunktionswert. Okay. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Sehen wir jetzt, das wird jetzt gleich noch weiter verfolgt. Wir berechnen dann gleich mal die untere Schranke für das Problem, was wir hier betrachten. Dann sieht man sozusagen, wo diese UIs und diese VJs auch herkommen. Okay, das heißt, im Prinzip werden wir jetzt gleich Folgendes machen. Wir werden von dieser Entfernungsmatrix hier geeignete Spaltenwerte und geeignete Zeilenwerte abziehen, so dass dann eine veränderte Entfernungsmatrix entsteht, die aber immer noch nicht negativ ist. Und je mehr wir von einer Spalte bzw. von einer Zeile abziehen, so, desto größer wird sozusagen unsere untere Schranke. Gut, ja, dann ziehen wir einfach das Größte ab, was geht. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir ziehen erstmal von jeder Zeile i den Maximalwert ui ab. So entstehen dann unsere Werte ui. Und anschließend gucken wir uns die Matrix an und dann kann es sein, dass es Spalten gibt, in denen noch keine 0 steht. Und dann ziehen wir von diesen Spalten auch noch den Maximalwert j ab und das ergibt dann die Zahlen vj. So, das kann ich jetzt hier mal machen. So. Gucken wir das. So, das wäre jetzt eigentlich super geschickt, wenn ich das da oben in die Ecke schieben würde. Ja, kann ich ja sogar. Zack. Dann mache ich es noch ein bisschen größer. Ne, das wollte ich nicht. Den hier will ich haben. Ja, mache ich es noch mal ein bisschen größer. So, und ja, jetzt gucken wir uns doch mal an. Dann kann ich es nämlich an die Tafel schreiben. Gucken wir uns doch mal hier die Zahlenminima an. Wobei, wie gesagt, jetzt hier eigentlich unendlich steht. Also die Null zählt nicht. Hier diese Nullen zählen nicht. Die sind alle auf unendlich. Und dann haben wir hier das Zahlenminima 8. Okay, dann kann ich da mal an die Tafel eine 8 schreiben. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ungefähr so ist, das ist ungefähr so hier. Nee. So. Ja, das kommt schon besser hin. Ja, ist aber ein bisschen schräg. Ja, nee, sieht man nicht wirklich so gut. Dann hätten wir hier, kleinste Zahl da drin ist eine 34. Dann hier wäre es die 29. So, dann das sind die ersten drei. Dann in der vierten Zeile, da haben wir wieder die 8. Genau, da haben wir wieder die 8. In der fünften Zeile entsteht die 20, in der nächsten Zeile die 29. Dann haben wir hier die 17. In der nächsten Zeile haben wir auch wieder die 17 und hier haben wir die 19, wenn ich das richtig sehe. So, kann es jetzt sein, dass ich sozusagen beim Stern drüber schaue, da einen Fehler gemacht habe. Gucken wir uns gleich an. Dann wären das hier die Zeilenminima. Und das sind sozusagen unsere Zahlen UI und die ziehen wir jetzt von jeder Zeile ab. Und dann gucken wir mal, wo die Spalten, wo die Minima auftreten, in welchen Spalten. Die 8
die tritt hier auf, die 34, die tritt hier auf, die 29, die tritt hier auf, die 8 in der nächsten, die tritt hier auf, dann die 20, die tritt hier auf, die 29 hier, die 17 da, die 17 da und die 19 da. Und dann hat man beispielsweise gesehen, dass hier in dieser Spalte hier Baden-Baden kein Minima auftritt. So, das heißt, hier wird man immer noch was abziehen können. Und hier bei Berlin weiß ich nicht, ob da ein Minima auftritt. Doch, da tritt die 29 hier auf. Okay. Gut. Ja, gibt, aber ich weiß, es gibt noch andere Spalten. Da tritt auch kein Minimum auf. Ja, wenn man das jedenfalls so weitermacht. Ich zeige Ihnen mal das Ergebnis. Muss ich das hier erstmal wieder auf die Normalgröße bringen und an die richtige Stelle schieben. So, Folie ohne Kamera. So, das waren die Zahlen, die wir ermittelt haben. 8, 27, 29, 8, 20, 29, 17, 17, 19. So, und dann müssten noch zwei Spalten gewesen sein, wo man noch was abziehen konnte. Die hatten noch keine Null. Die hatten dann die Werte 8 und 1. Wie gesagt, eine davon muss dann Baden-Baden gewesen sein. Und in der Summe kommen wir dann auf 183. Das heißt, mit dieser Methode bekommen wir eine untere Schranke von 183. Die ist jetzt ein bisschen schlechter als die Schranke aus dem Minimalgerüst. Gut, aber unser Algorithmus basiert halt auf dieser Art der Schranke und deshalb haben wir das gebraucht. So, und hier diese Zeilenminima, die ziehen wir halt von den Zeilen ab und damit entstehen dann natürlich neue Entfernungswerte. Und diese beiden Werte hier sind für Spalten. Ziehen wir dann auch ab. Das, wie gesagt, war, glaube ich, dann hier die Baden-Baden-Spalte und die 1 weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass das Stuttgart war. Haben wir dann noch abgezogen und dann entsteht diese Entfernungsmatrix hier. Nicht? Und im Prinzip kann man sozusagen jetzt die Länge einer beliebigen Tour auch mit dieser Entfernungsmatrix berechnen, indem wir sozusagen dann einfach schauen, welche Länge hat die Tour mit dieser Entfernungsmatrix und addieren dann 183 drauf. Dann bekommen wir wieder den exakten Wert. Gut. Ja, soweit so gut. So, das heißt also, das ist sozusagen die Methode der unteren Schrankenberechnung. Wir ziehen solche Zahlen hier UI und VJ ab. Das werden wir dann auch im Brennschen Bauernverfahren weiterhin tun. Da können wir sozusagen dann diese UIs oder diese VJs noch erhöhen und können damit sozusagen dann die untere Schranke immer weiter steigern. Nicht? Am Anfang haben wir damit, so, das ist sozusagen jetzt U1, das ist U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Und ja, wenn man die jetzt hier runter, das war glaube ich Baden-Baden, das wäre dann also V2 und, oder V-Baden-Baden und da weiß ich jetzt nicht. Nein, das wäre Stuttgart, bin mir aber dann nicht ganz sicher. Gut. So, wie verzweigen wir jetzt? Nicht? Damit haben wir sozusagen also das Problem gelöst, wie berechnen wir unsere untere Schranken. Wie verzweigen wir jetzt? Nun, das machen wir einfach folgendermaßen. Wir betrachten das Ganze jetzt als gerichtetes Problem. Das müssen wir auch, weil diese Entfernungsmatrix jetzt hier asymmetrisch ist. Nicht? Das sehen Sie ja jetzt hier. Die Entfernung von Aachen nach Baden-Baden ist nicht mehr die Entfernung von Baden-Baden nach Aachen. Gut, ist jetzt aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, die exakte Entfernung kriegen wir sozusagen ja immer über diese UIs und die VJs dann wieder heraus. Und wir betrachten das Ganze jetzt aber als asymmetrisches Problem. Das heißt, wir suchen sozusagen also einen gerichteten Hamilton-Kreis in diesem vollständigen Graphen. Suchen einen gerichteten Hamilton-Kreis. Und in diesem gerichteten Kreis ist es jetzt so, da kann eine Kante von denen, die man hier zur Auswahl drin sein oder sie kann nicht drin sein. Und das ist sozusagen genau die Verzweigung, die wir jetzt nutzen. Das heißt, wir unterteilen also dann die Lösungsmenge immer in zwei disjunkte Teilmengen.
Beispielsweise die erste Teilmenge enthält eine Kante, beispielsweise Berlin-Hamburg, nicht Berlin-Hamburg, wo haben wir hier Berlin-Hamburg, nicht hier die Kante, die jetzt hier in der geänderten Matrix eine 0 hat, die also sozusagen dementsprechend sehr attraktiv ist, nicht alle Kanten, die jetzt hier auf 0 stehen, die sind natürlich äußerst attraktiv. So, und da lohnt es sich sozusagen dann auf Basis dieser Kante die Verzweigung zu machen. Ist Berlin-Hamburg drin, ist dann die eine Teilmenge, und Berlin-Hamburg ist nicht drin, dann können wir die 0 hier auf unendlich setzen, ist die andere Teilmenge. Gut. Okay, ja, was würde beispielsweise passieren, wenn wir jetzt wirklich Berlin-Hamburg betrachten? So, und betrachten jetzt die Teilmenge, in der die Kante Berlin-Hamburg nicht drin ist. Das heißt, wir könnten dann diese 0 hier auf unendlich setzen. Was würde dann passieren? Nun, die 0 hier ist in dieser Spalte die einzige 0. Das heißt, wir könnten jetzt von dieser Spalte wieder etwas abziehen, um dann an einer anderen Stelle auf 0 zu kommen. Wenn hier eine unendlich steht, was habe ich dann für ein Minimum? Dann habe ich hier die 30 als Minimum. So, dann könnte ich also von dieser Spalte weitere 30 abziehen. So, auf der anderen Seite, wenn ich hier ein unendlich reinsetze, die Kante also nicht benutze, dann ist das neue Zeilenminimum hier 15. Dann kann ich auch von dieser Berlin-Zeile weitere 15 abziehen. Das heißt also, dann kann ich meine untere Schranke um 30 plus 15, also um 45 hochtreiben. Dann komme ich auf 228. So, das heißt also, jede Tour, die Berlin-Hamburg nicht enthält, kann nicht kürzer sein als 228. So, okay? So, und jetzt kommt ein kleiner Trick. So, jetzt sind Sie wahrscheinlich natürlich geneigt zu sagen, ja, ist richtig, damit habe ich 228 als untere Schranke für die Teilmenge, in der Berlin-Hamburg nicht drin ist. Das ist richtig. Und dann könnte man jetzt meinen, ja, dann kann es aber ja eine bessere Tour geben. Nee, kann es nicht. Denn das Anfangsproblem war ja symmetrisch. Und wir betrachten die Kanten jetzt aber gerichtet. Das heißt, für jede Tour, die Berlin-Hamburg enthält, gibt es eine Tour gleicher Länge, die Berlin-Hamburg nicht enthält, nämlich das wäre die Tour, die genau umgekehrt läuft, in umgekehrter Richtung. Die enthält dann nicht Berlin-Hamburg, sondern Hamburg-Berlin. Und da reicht es sozusagen dann, das geht aber sozusagen nur bei der ersten Verzweigung und nur dort, sich auf eins dieser Teilprobleme zu beschränken. Das kann ich sozusagen, einmal kann ich das machen und sagen, ich betrachte sozusagen in dem Sinne nur die Hälfte der Lösungen, weil aus Symmetriegründen gibt es für jede Lösung, die ich wegschmeiße, eine andere Lösung gleicher Länge, die ich noch betrachte. So, das bedeutet aber jetzt, nicht, das ist dieser Punkt hier, da wir die Kanten als gerichtet betrachten, genügt es hier, aber wirklich nur hier, ausschließlich die Teilmenge mit der höheren unteren Schranke zu betrachten. Ja, das heißt aber, wir haben jetzt schon 228. Also 228 ist eine untere Schranke für eine optimale TSP-Tour, 250 ist eine obere, dann haben wir sozusagen, also dann trägt der Gap jetzt absolut nur noch 22. Und das sind ungefähr 10% von der unteren Schranke, haben wir das also auf 10% reduziert. Das ist schon nicht schlecht. So, soweit okay. So, ich hoffe, das ist soweit okay. Also wichtig ist, dass Sie verstehen, dass man diesen Schritt, den ich jetzt gerade gemacht habe, dass ich nicht die Hälfte der Lösungen weggeworfen habe, das kann ich sozusagen nur einmal machen, praktisch nur beim ersten Branch and Bound Knoten. Aber nur, wirklich nur dort. Anschließend nicht mehr. Gut.
Ja, wir haben jetzt 228 als untere Schranke, 250 als obere. Und jetzt geht es sozusagen richtig mit dem Branch and Bound los. So, dann gucken wir, das ist jetzt sozusagen die Matrix, die wir jetzt aktuell haben, mit den neuen Städten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier steht jetzt das Unendlich drin, das ist Berlin-Hamburg, haben wir ausgeschlossen. Ich zeichne jetzt hier links immer den aktuellen Branch and Bound Baum hin. So. Und hier steht jetzt das Unendlich, Berlin-Hamburg haben wir ausgeschlossen. So, und jetzt muss ich verzweigen. Okay, ja, was sind gute Kanten zum Verzweigen? Das sind die, wo ich hier 0 habe. So, und dann gucke ich mir jetzt beispielsweise an, wo kann ich möglichst viel gewinnen in der unteren Schranke, um dann beispielsweise das Problem auch schon auszuloten. Wo stehen hier Nullen? Hier steht eine 0, hier steht eine 0, da steht eine 0 und so weiter. Ja, was gewinne ich? Gucken wir uns mal dieses Beispiel an. Hier steht ja schon die Antwort, wie wir unterteilen werden. Nach Hamburg-Berlin. Hamburg-Berlin steht hier auf 0. Ja, was gewinne ich, wenn ich jetzt hier nur unendlich reinsetze, also Hamburg-Berlin ausschließe? Dann würde ich hier in der Zeile weitere 14 gewinnen. Und in der Spalte, das Spaltenminimum ohne die 0 ist 27. Dann gewinne ich also weitere 14 plus 27. Und damit käme ich auf 228 plus 14 plus 27 sind 269. Und damit bin ich größer gleich der oberen Schranke, die ich habe. Und damit wäre dieser Zweig schon ausgelotet. Ist ja super. Gut, ja, warum nehme ich jetzt Hamburg-Berlin? Weil ich es da ziemlich weit nach oben treiben kann, wenn wir beispielsweise mal was anderes dagegen nehmen. Diese 0 nehmen wir mal als Beispiel hier. Da habe ich in der Zeile noch eine andere 0. Also wenn ich diese 0 hier nehmen würde, könnte ich von der Zeile hier nichts weiter abziehen und von der Spalte nur 5. Dann kann ich also die untere Schranke nur um 5 nach oben treiben. Und das ist nicht so günstig. So, und auch bei den anderen ergeben sich jetzt nicht so gute Werte. Da ist sozusagen Hamburg-Berlin am besten. So, ja, und damit verzweige ich jetzt nach Hamburg-Berlin. Und der Zweig ohne Hamburg-Berlin ist dann schon ausgelotet. Nicht? Also daraus folgt jetzt, die optimale Lösung muss Hamburg-Berlin enthalten. Und damit habe ich ja jetzt eine Kante in meiner Tour festgesetzt. So, das heißt, also eine andere Kante aus Hamburg rein kann es nicht geben, eine andere Kante aus Berlin zu Berlin hin, in Berlin rein, kann es auch nicht geben. Ich kann also die Zeile Hamburg und die Spalte Berlin aus meiner Entfernungsmatrix streichen. Das sieht man jetzt hier. Man sieht hier jetzt den Branch and Bound Baum, wie er sich so langsam entwickelt. So, ich bin jetzt hier in diesem Zweig mit Hamburg-Berlin. So, ohne Hamburg-Berlin ist schon ausgelotet und ich habe jetzt die neue Entfernungsmatrix mit nur noch 8 Städten. So, wobei das jetzt nicht mehr die gleichen sind, hier und hier. Also hier kommt jetzt Hamburg nicht mehr vor und hier kommt Berlin nicht mehr vor. Ja, und jetzt treibe ich das so weiter. So, jetzt suche ich mir hier wieder was Günstiges aus, wo ich das möglichst weit nach oben treiben kann. Die Antwort steht hier immer schon, Aachen-Düsseldorf. Ja, das wäre also Aachen-Düsseldorf ist hier, diese 0 hier. Dann kann ich die Zeile um 11 nach oben treiben und die Spalte um 3, das sind also weitere 14. Dann komme ich auf 242. Damit bin ich dann natürlich noch nicht ausgelotet. Gut, aber kann man auch nicht immer erwarten. Gut. So, das heißt also, hier wird jetzt weiter unterteilt und der rechte Zweig, ausgehend von diesem Knoten, wird dann eine untere Schranke haben von 242. Das sehen wir jetzt hier. So, warum geht jetzt hier die untere Schranke nach oben? Das muss ich noch erklären. Das mache ich, dafür fange ich mal an der Tafel an. Oh.
Ja, im Prinzip ist das sozusagen. So, wir sind ja sozusagen jetzt in dem Zweig der Lösungen mit Hamburg-Berlin. War doch mit Hamburg-Berlin, nicht? Mal gerade gucken. Mit Hamburg-Berlin, genau. Also Hamburg liegt weit im Norden, ungefähr hier. Berlin liegt weit im Osten. Okay, da ist jetzt diese Kante drin. Und jetzt verzweigen wir ja nach der Kante Aachen-Düsseldorf. Das sind zwei Städte, die hier weit im Westen liegen. Okay. Gut, bei Hamburg-Berlin war es ja so, dass wir am Anfang die Kante oder die ganzen Lösungen mit Berlin-Hamburg schon ausgeschlossen hatten. Das betrachten wir ja jetzt nicht weiter. Aber die sind immer gerichtet, die Kanten, darf ich nicht vergessen. Dann zeichne ich auch die Richtung ein, Hamburg-Berlin. Mache ich hier auch. So, und hier ist es Aachen-Düsseldorf. Da ist es Aachen-Düsseldorf. So, und hier die Rückrichtung, die hatten wir ja schon ausgeschlossen, hatte ich gerade gesagt. So, und hier die Rückrichtung, die kann ich natürlich jetzt auch ausschließen. Denn wenn ich mich für Aachen-Düsseldorf entscheide, dann kann natürlich die Kante Düsseldorf-Aachen nicht mehr in der TSP-Tour sein. Wenn die Kante Aachen-Düsseldorf aber nicht mehr, die Kante Düsseldorf-Aachen nicht mehr in der TSP-Tour ist, das ist diese 0 hier, so, dann kann ich natürlich hier von dieser Zeile weitere 5 abziehen und von der Spalte hier weitere 6 abziehen und damit insgesamt die untere Schranke um 11 nach oben treiben. So. Ja, und deshalb habe ich jetzt hier 239. Sie sehen also, dass wenn ich verzweige, auch hier in dem linken Zweig die Schranke nach oben gehen kann. Gut, so, jetzt haben wir also schon zwei Kanten drin, das heißt, hier bleiben noch jeweils 7 Städte übrig. Als nächstes steht hier, betrachten wir Frankfurt-Aachen. Frankfurt-Aachen steht hier wieder auf 0. Da kann ich dann in der Zeile nichts weiter abziehen, aber in der Spalte 14. Und dann komme ich mit 239 plus 14 auf 253 und dann wäre der Zweig, der diese Kante wieder nicht enthält, der wäre wieder ausgelotet. Gut, und Achtung, Frankfurt-Aachen, ich zeichne ich gerade wieder ein auf der Tafel. Mache ich jetzt so. Frankfurt. So, und jetzt kann ich wieder Folgendes schließen. Wenn Frankfurt-Aachen drin ist, dann darf Düsseldorf-Frankfurt nicht drin sein. Denn dann entsteht hier ja so ein Zyklus, der keine Tour ist. Also dann kann ich Düsseldorf-Frankfurt verbieten. So. Das ist sozusagen wieder die Idee. Das ist auch, was hier unten steht. Aus Frankfurt-Aachen folgt in diesem Zweig ohne Düsseldorf-Frankfurt. Und dann kann ich dementsprechend dann Düsseldorf-Frankfurt steht hier aktuell noch auf 9, kann ich dann auf unendlich setzen. Hier sehen Sie jetzt, da steht es jetzt auf unendlich. So. Hat jetzt hier nichts ausgemacht in der unteren Schranke, kann aber dann später was ausmachen. Gut, ja, jetzt sind wir soweit. Also, nicht, gucken wir uns mal an, ausgelotet. Ausgelotet. Offen, offen. Wir machen mal Tiefensuche, das heißt, wir gehen hier weiter, machen wir also bei den 239 weiter. Was bietet sich hier an? Irgendwas, was 0 ist. Wir nehmen Düsseldorf-Hamburg, das wäre hier. Ja, da sieht man sofort, Düsseldorf-Hamburg kann ich allein in der Zeile schon um 28 nach oben treiben und in der Spalte nochmal um weitere 16, genau hier ist das Spaltenminimum. Und dann komme ich auf 239 plus 28 plus 16 sind 283. Ich bin größer gleich 250, dann ist der rechte Zweig wieder ausgelotet.
Unterkunft. Also mit Düsseldorf, Hamburg. Zeichne ich schnell ein. So, ja, dann habe ich hier sozusagen schon was erzeugt. Und daraus folgt natürlich jetzt wieder, wenn Düsseldorf-Hamburg drin ist, dann kann Berlin-Frankfurt nicht drin sein, sonst würde ja wieder ein Kurzzyklus entstehen. Ich kann also Berlin-Frankfurt verbieten. Ja, und deshalb steht jetzt hier Berlin-Frankfurt auch auf unendlich. Gut, ja, wir machen hier unten links in der Ecke weiter. Das ist unser Branch and Bound Baum. Wir gucken hier wieder nach denen, die 0 sind. Da bietet sich Berlin-Nürnberg an. Berlin-Nürnberg steht auf 0. Wenn ich das hier in der Zeile verbiete, bekomme ich schon 19, in der Spalte nichts. Aber 239 plus 19 bin ich wieder über 215 und der rechte Zweig, der dann entsteht, ist schon wieder ausgelotet. Also mit Berlin-Nürnberg. Zeichnen wir das mal ein an der Tafel. So, ja, Süddeutschland gerät bei mir jetzt ein bisschen klein, muss ich zugeben. Das hätte ich ein bisschen kleiner machen müssen. Nürnberg ist dann hier, sagen wir mal hier. Okay, ja gut, dann müsste München eigentlich da unten liegen, aber ja, ist jetzt. Ja gut, richtig, gerichtete Kante, nicht vergessen. Und was folgt wieder? Ich darf ja keinen sogenannten Kurzzyklus generieren. Ich kann Nürnberg-Frankfurt wieder verbieten. Ja, das heißt, Nürnberg-Frankfurt setze ich jetzt hier auf unendlich. Gut, ja, was habe ich jetzt noch übrig? Jetzt könnte ich als nächstes beispielsweise München-Stuttgart nehmen. München-Stuttgart steht hier auf 0. Dann kann ich in der Zeile weitere... Ach so, richtig. Und dadurch geht jetzt meine Schranke wieder nach oben. Denn gucken wir mal gerade hier, ohne Nürnberg-Frankfurt. Nürnberg-Frankfurt, genau. Jetzt muss ich mal gerade... gucken, ohne Nürnberg-Frankfurt, dann kommt hier eine unendlich hin. So, und mit Nürnberg-Frankfurt, nee, ohne Berlin, wie war das? Ohne Berlin-Nürnberg ist ausgelotet, dann fliegt mit Berlin-Nürnberg, fliegt diese Spalte und diese Spalte raus, dann haben wir noch das und Nürnberg-Frankfurt wird auf unendlich gesetzt. Dann kann ich die untere Schranke um 5 hochziehen, das sehe ich aktuell nicht. Und dann fangen wir gleich hier unendlich einsetzen. Vielleicht sieht es ja jemand von Ihnen, ich sehe es gerade nicht, aber kann auch sein, dass ich gerade blind bin. Jedenfalls mit Berlin-Nürnberg, habe ich hier gesagt, kann ich dann um 5 nach oben gehen. So. Warum? Dann ist diese Zeile weg. Und dann ist diese Spalte weg. Ah, deshalb, dann ist, jetzt sehe ich es, dann ist diese Spalte weg. Und weil diese Spalte weg ist, habe ich jetzt hier in dieser Zeile hier, geht die 0 weg. Und da ist die 5 das neue Minimum und dann kann ich von der München-Zeile weitere 5 abziehen. So, deshalb.
Also nicht, weil nicht Nürnberg-Frankfurt drin ist, sondern weil ich hier sozusagen dann weitere 5 abziehen kann. Deshalb. So, dann entsteht das hier. Ja, hier bin ich wieder ausgelotet. Also ich habe nach wie vor nur 2 offene Knoten, den hier und den hier. Hier mache ich jetzt weiter, auch wenn das der größere Wert ist. Ich habe gesagt, wir machen Tiefensuche. Geht das Spielchen weiter. Ich kann jetzt beispielsweise als nächstes München-Stuttgart nehmen. Das wäre hier diese 0. Dann kommen weitere 7 drauf, bin ich wieder ausgelotet. Das heißt, ich betrachte den Zweig mit München-Stuttgart. Ja, wenn Stuttgart rausfliegt, dann geht die 0 weg hier in dieser Zeile. Dann kann ich weitere 6 abziehen, dann komme ich auf 250. So, ich zeichne gerade mal ein mit München-Stuttgart. So. Da sehen Sie, es ist jetzt an der Tafel mit drin. Und ja, jetzt bleibt das hier noch übrig. Und jetzt sehen Sie hier, nehme ich als nächstes beispielsweise Stuttgart-Baden-Baden, dann wäre ich wieder ausgelotet. Und da bleibt das übrig. Ja, und dann nehme ich hier natürlich die beiden Nullen. Das ist einmal Baden-Baden-Frankfurt und einmal Nürnberg-München. Das zeichne ich jetzt da noch ein. Also, hier sind sie jetzt nicht. Die bleiben, das bleibt jetzt noch übrig. Ja, das kann ich natürlich jetzt leicht lösen, hier durch diese 2 Nullen. Das ist dann einmal die Kante Baden-Baden-Frankfurt und einmal die Kante Nürnberg-München. Und das zeichne ich jetzt noch ein. Und dann habe ich die Tour mit Länge 250 gefunden. Die habe ich jetzt. Die sehen wir hier. Das ist die Tour, die wir schon kennen, die Länge 250 hat. Die kennen wir schon. Von diesem Bildchen hier. Gut, Achtung, ich bin eigentlich noch nicht fertig. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir haben, dann sieht das ja momentan so aus. Diesen Zweig hier, den haben wir komplett abgearbeitet. Da ist alles ausgelotet. Aber hier der Knoten ist noch offen. Und wir haben bisher 250 als beste Tour. Hier bin ich ja noch drunter. Das heißt, hier müsste ich jetzt eigentlich noch weitermachen, in dem Zweig ohne Aachen-Düsseldorf. Das gehe ich jetzt aber nicht mehr im Einzelnen durch, auch nicht an der Tafel, das wäre jetzt langweilig. Sie haben ja gesehen, wie das geht, wenn man das macht. Ich habe es zumindest aber hier mal aufgezeichnet. Dann sehen Sie sozusagen, dass auch hier dann mit der Zeit alles ausgelotet wird und auch hier unten entstehen keine besseren Lösungen. Das ist sozusagen also jetzt hier der komplette Branch and Bound Baum für das Traveling Salesman. Ja, und damit ist dann hier die Lösung mit 250 unsere beste Lösung und wir haben das Problem gelöst. Gut, ja, das ist die Möglichkeit Branch and Bound. Das ist ein einfaches Branch-and-Bound-Verfahren für das Traveling Salesman. So, wie weit kommt man damit in der Praxis? Also ich hatte mal einen Studenten, das ist aber schon lange her, in der Anfangszeit, als ich hier war, da hat man mal so einen kleinen TSP-Wettbewerb gemacht. Der hatte diesen Algorithmus implementiert in Java
Und der hat damit ein Problem der Größe 42 gelöst. Allerdings ja, lief der Rechner dann auch eine Weile. Ich weiß nicht mehr wie lange, eine halbe Stunde oder so. Und ja gut, das ist allerdings auch schon ja, fast 20 Jahre her. Also was damals eine halbe Stunde war, ist heute wahrscheinlich dann nur 3 Minuten. Aber ja, ich sag mal, weiter als bis Probleme der Größe 60 oder 70 wird man damit nicht kommen. Dafür ist das, der Algorithmus zu einfach. Aber immerhin ist ja auch schon was. Gut, ja, das war Branch and Bound für das Traveling Salesman Problem. Gucken wir uns das sozusagen nochmal in der Quintessenz an. Das war also, als wir haben erst eine obere Schranke hergeleitet durch eine heuristische Lösung, dann mit, die wir mit 2-Opt und 3-Opt verbessert haben. Im Nachhinein haben wir damit die optimale Tour gefunden. Das ist natürlich bei kleinen Problemen relativ wahrscheinlich, aber bei großen, schon nur etwas größeren Problemen nicht mehr, dass wir mit einem 2-Opt oder einem 3-Opt eine optimale Tour finden. Und als untere Schranken haben wir sozusagen hier dieses Abziehen von den Zeilen und Spalten benutzt. Und dann haben wir immer verzweigt, danach, ob eine Kante drin ist oder nicht. Und immer der Zweig, wo die Kante, wir haben dafür immer attraktive Kanten benutzt. Und der Zweig, wo die Kante dann nicht drin war, den konnten wir in der Regel ausloten. Das ist uns nur einmal nicht gelungen, nämlich hier den sofort auszuloten. Aber ansonsten ist uns das immer gelungen. Und wenn wir dann zum Schluss sozusagen diesen Zweig hier weiter untersuchen, dann ist auch sozusagen dann hier in dem Rechten, ist der Rechte immer ausgelotet. Und ganz zum Schluss dann der Linke hier auch. Gut, ja, damit sind wir auch am Ende dieses Kapitels. Fazit, was ist Branch and Bound? Problem aufteilen in Teilprobleme und dann die Teilprobleme lösen. Es entsteht im Prinzip dann durch den Suchbaum. Bildung der Teilprobleme durch Fixierung von Variablen bei kombinatorischen Problemen üblicherweise. Und wir verwenden obere und untere Schranke, um Teilprobleme halt möglichst schnell ausloten zu können. Gut, ja, und bei der Maximierung bekommen wir obere Schranken durch Relaxationen und untere durch Heuristiken. Das ist sozusagen Branch and Bound. Ja, der Branch and Bound Algorithmus, der wird auch nach wie vor wichtig bleiben, auch im nächsten Kapitel. Allerdings machen wir das Ganze dann noch ein bisschen cleverer. Und mit diesem cleveren Ansatz können wir dann solche TSP-Probleme deutlich effizienter lösen. Das werden wir dann sehen. Gut. Ja, jetzt ist eine Stunde rum und mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. 10 Minuten Pause. So, also, bis gleich. 10 Minuten Pause.
Ja, hallo, da bin ich wieder. Pause ist rum. Machen wir weiter und dann können wir auch ein neues Kapitel anfangen. Ja, das nächste Kapitel ist Branch and Cut und hier wird es jetzt darum gehen, dass wir die beiden Techniken, die wir aus den letzten beiden Kapiteln kennen, nämlich Schnittebenenverfahren auf der einen Seite und Branch and Bound auf der anderen Seite, kombinieren. Und dann kommen sehr leistungsfähige Verfahren heraus, sogenannte Branch-and-Cut-Verfahren. Ja, ich erläutere erstmal allgemein, wie Branch-and-Cut funktioniert und dann gucken wir uns das mal für das Traveling-Salesman-Problem an. Und praktischer Einsatz von Branch-and-Cut werden wir dann heute nicht mehr schaffen, aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich mache heute vielleicht auch jetzt ein bisschen länger, also ich würde jetzt nochmal Vorlesung dann ungefähr bis um 7 Uhr machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn Sie möchten, kann ich dann auch noch die ein oder andere Übungsaufgabe besprechen, wobei ich glaube, dass die letzten Übungsaufgaben nicht allzu schwierig waren. Gut. Ja, was ist die Idee bei Branch and Cut? Die Idee ist zunächst mal, Branch and Bound als übergeordneten Algorithmus zu nutzen. Das heißt, da ändert sich also nichts dran. Wir nutzen das Branch and Bound Verfahren als übergeordneten Algorithmus, wie wir es jetzt im letzten Kapitel kennengelernt haben. Allerdings, wir arbeiten in erster Linie mit LP-Relaxation. So, das heißt also nicht mehr wie jetzt gerade beim Traveling Salesman mit irgendwelchen kombinatorisch orientierten Relaxationen wie Minimalgerüsten oder mit der Technik, im Prinzip dieser UV-Technik, die wir dort gesehen haben, sondern wir nutzen klassischerweise LP-Relaxation. Das ist also sozusagen ganz zentral. Dann kann das Ganze natürlich zu einer Auslotung führen oder nicht. Was machen wir, wenn es nicht zu einer Auslotung führt? Dann, das ist jetzt der wesentliche Unterschied, dann branchen wir nicht sofort. Nicht? Im normalen Branch and Bound sind wir dann einfach hingegangen und haben eine Variable, die gebrochen war, auf fixiert, auf 0 oder 1, wie beispielsweise beim Rucksackproblem. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir versuchen erstmal mit Schnittebenen zu arbeiten. Und zwar in erster Linie mit Schnittebenen, die für das Problem spezifisch sind. Also nicht mit den allgemeinen Gomori-Cuts, die könnten wir auch verwenden, die sind aber in der Regel nicht so leistungsfähig, sondern wir arbeiten sozusagen mit den spezifischen Schnittebenen, die wir für das Problem kennen. Gut. Ja, das machen wir so lange, solange wir noch solche Schnittebenen finden. Irgendwann finden wir vielleicht keine mehr und erst dann branchen wir. Das ist sozusagen also Branch and Cut. Ja, das, was ich jetzt gesagt habe, steht im Wesentlichen ja auf dieser Folie. Ja, und vor allen Dingen der letzte Punkt ist das halt wichtig. Wir nutzen in der Regel problemspezifische gültige Ungleichungen, die wir der LP-Relaxation hinzufügen. Ja, der Branch-and-Cut-Algorithmus sieht dann im Wesentlichen so aus. Gehen wir mal im Einzelnen durch. Wir beginnen mit einer LP-Relaxation für ein Problem P. Und wir nehmen als ersten Wert, wir gehen hier von einer Maximierung aus, einen Wert irgendeiner heuristischen Lösung. Das ist aber optional. Wenn wir jetzt vorher keine Heuristik laufen lassen, dann nehmen wir einfach minus unendlich erstmal als Z-Stern. So. Ja, das machen wir solange die Menge P nicht leer ist. Wenn die leer ist, dann sind wir fertig. Das heißt, die Menge P ist sozusagen immer die Menge der Relaxationen, die noch offen sind. Also praktisch in dem Branch and Bound Baum immer die noch nicht ausgeloteten Blätter. So, dann wählen wir aus dieser Menge irgendein Problem P aus, also irgendeine LP-Relaxation wählen wir aus.
Die lösen wir dann. Ganz normalen RP-Solver und seit Z der zugehörige Zielfunktionswert. Okay, erste Möglichkeit, Z ist kleiner gleich Z Stern. Dann sind wir ausgelotet. Dann ist mein P ausgelotet. Wir können also nicht mehr besser werden als die Lösung, die wir schon haben. Dann gehen wir einfach wieder zu 2, überprüfen wieder, ob P jetzt die leere Menge ist. Wenn nicht, nehmen wir uns einfach das nächste Problem, Teilproblem aus der Menge kalligraphisch P heraus. Gut, ja, aber wenn es nicht ausgelotet ist, also wenn Z größer ist als Z Stern, dann können wir also noch in diesem Teilproblem eine bessere Lösung finden, als die, die wir momentan haben. Dann fragen wir, ob P ganzzahlig ist. Also, beziehungsweise die Lösung, die wir hier von P haben, ob die ganzzahlig ist. Wenn ja, dann haben wir in dem Sinne eine zulässige Lösung. Dann aktualisieren wir eventuell Z Stern. Was heißt eventuell? Dann aktualisieren wir das auf jeden Fall. Nicht? Denn wir sind ja hier danach, das heißt Z ist jetzt größer als Z Stern und wir sind ganzzahlig. Dann haben wir sozusagen jetzt ein besseres Z Stern, eine bessere zulässige Lösung gefunden und sind, weil es ganzzahlig ist, auch wieder ausgelotet und gehen dann wieder zu 2, haben jetzt aber einen veränderten Z Sternwert und eine neue, beste, bisherige Lösung. Gut, was ist, wenn die Lösung von P jetzt aber nicht ganzzahlig ist? Das ist ja sozusagen immer das Problem, vor dem wir stehen. Dann suchen wir jetzt nach einer verletzten gültigen Ungleichung. Wie gesagt, üblicherweise nehmen wir hier problemspezifische. Üblicherweise nehmen wir dafür problemspezifische. Ja, wenn wir so eine gefunden haben, dann fügen wir die der LP-Relaxation hinzu und gehen jetzt nicht zu 2, sondern wir bleiben ja jetzt bei dem Problem P, wir gehen zu 3, das heißt, wir lösen P jetzt wieder. Gut. Ja, kann aber auch sein, dass wir so eine Ungleichung nicht finden. Was machen wir dann? Dann branchen wir. Nicht? Aber erst sozusagen, wenn wir bei 6 nicht mehr weiterkommen, dann branchen wir erst. Dann wählen wir aus der Lösung von P irgendeine gebrochene Variable xi und erzeugen zwei Teilprobleme P1 und P2, wo wir dann einmal xi auf 1 und einmal auf 0 setzen. Gut. Ja, und dann ändern wir natürlich auch die Menge der offenen Probleme kalligraphisch P, nicht, indem wir dann P1 und P2 hinzunehmen und gehen dann wieder zu 2. Ja, so geht sozusagen also Branch and Cut. So, das heißt, der wesentliche Unterschied sozusagen zum Branch and Bound ist hier dieser sechste Schritt. Wir suchen nach einer verletzten gültigen Ungleichung, anstatt direkt zu branchen. So. Ich habe es hier nochmal anders dargestellt, das habe ich also einfach so aus der Literatur übernommen. Und das ist jetzt hier für ein Minimierungsproblem, ist im Wesentlichen aber das Gleiche. Mich auch wieder. Ist die Liste leer? Nein, dann löse ich einen RP. Bin ich besser geworden oder nicht? Ganzzahligkeit erfüllt, finde verletzte Ungleichung und so weiter. Und ist also sozusagen das Analoge hierzu. Ja, das hatte ich schon gesagt. Also das ist der wesentliche Unterschied, der Schritt 6. Und auch das habe ich schon gesagt, hier verwenden wir jetzt üblicherweise Ungleichungen, die speziell für eine Problemklasse sind und nicht die generischen Gomori-Cuts aus dem dritten Kapitel. Gut, ja, und damit haben wir sozusagen dann hier bei dem Schritt 6 immer das sogenannte Separationsproblem. Suche eine verletzte gültige Ungleichung. Auch hier nicht. Finde verletzte Ungleichungen oder Ungleichungen. Muss ja nicht unbedingt eine sein. Nicht? Finde ich hier neue? Wenn ich welche gefunden habe, dann füge ich die hinzu und löse wieder das LP. Nicht? Dann gehe ich hier wieder zu Schritt 3. Dann bleibe ich bei dem gleichen Problem. Wenn ich aber keine mehr finde,
dann führe ich hier steht Separationsschritt, dann mache ich eigentlich ein Branching und füge neue Probleme in die Liste ein und dann gehe ich hier oben hin, dann habe ich hier die neuen Teilprobleme in der Liste. Ja, und dieser sechste Schritt, der ist sozusagen natürlich jetzt ganz zentral für das Verfahren. Und in dem wird diese sogenannte Separation durchgeführt, also das Finden solch einer verletzten gültigen Ungleichung. Und das ist natürlich nicht trivial. Und das muss natürlich effizient passieren. Und die Ungleichungen, die man findet, die müssen auch entsprechend leistungsfähig sein. Das heißt also, die Effizienz eines Branch-and-Cut-Algorithmus wird maßgeblich von der Güte der erkannten verletzten Ungleichung und der Effizienz der Separation beeinflusst. Die verletzten Ungleichungen sollten möglichst leistungsfähig sein und die Separation sollte möglichst effizient sein. Dann kriegt man mit Branch-and-Cut einen guten, was das jetzt auch immer heißen mag, einen möglichst effizienten Lösungsalgorithmus. Denn wir sind im Worst Case natürlich nach wie vor nicht polynomiell, ganz klar, aber wir versuchen sozusagen im Mittel, im Average Case, die Größe, für die das Problem in akzeptabler Zeit noch lösbar ist, möglichst weit rauszuschicken. Und das gelingt uns dann eventuell, wenn das erfüllt ist. Gute verletzte Ungleichung und effiziente Separation. Ja, und das machen wir jetzt mal am Beispiel des TSP. Wir haben ja gerade das TSP gesehen, wie man das mit Branch and Bound löst. Und das machen wir jetzt mal mit Branch and Cut. Und da brauchen wir natürlich jetzt noch ein bisschen Theorie dazu. Wir brauchen nämlich eine LP-Formulierung für das TSP. Die haben wir bisher noch nicht. So, wie sieht die jetzt aus? Das heißt also, auf den nächsten Folien leite ich jetzt erstmal eine LP-Relaxation für das TSP. Ja, oder eigentlich eine ILP-Formulierung, also Formulierung des TSP als ganzzahliges lineares Programm. Und daraus bauen wir dann die Relaxation. Ja, TSP ist immer formuliert auf einem vollständigen Graphen mit einer Knotenmenge V, das seien dann die Knoten V1 bis Vn. Und wir haben Distanzen zwischen diesen Knoten und die Distanz zwischen Knoten Vi und Vj, die bezeichnen wir als Cj. Das sind die Coasts, die anfallen, wenn ich von I nach J gehe, Cj. Entweder Cj, wenn wir sozusagen hier im Index die beteiligten Knoten hervorheben möchten, oder ich schreibe auch einfach CE für die Kante E gleich VI, VJ. Gut, wir betrachten symmetrische TSP-Probleme, also TSP-Probleme, wo die Entfernung von VI nach VJ gleich der Entfernung von VJ nach VI ist. So, wir werden das dann auch symmetrisch formulieren. Das heißt, wir werden für so eine Kante, die werden wir als ungerichtet immer betrachten und dafür führen wir nur eine Variable ein. Also nicht zwei Variablen, um von I nach J zu gehen oder von J nach I zu gehen, wie wir das vorhin hatten bei dem Branch and Bound, sondern nur eine Variable. Sozusagen in der Tour ist die Kante VI, VJ enthalten. Und dann könnten wir, wenn wir die Tour zum Schluss haben, die entweder in die eine Richtung ablaufen oder in die andere Richtung ablaufen. Das wäre dann die Kante. So, und deshalb kann ich mich sozusagen hier jetzt auch darauf beschränken, sozusagen das hier einschränken, dass hier der Index i immer kleiner ist als der Index j. Denn wie gesagt, ich habe sozusagen die Kante ja nur einmal. So, zu jeder Kante dieses vollständigen Graphen definiere ich jetzt eine Variable. Das heißt also XIJ oder XE, kantenbezogen, und die ist binär, die Variable, also entweder 1 oder 0 in der zulässigen Lösung. Und 1 bedeutet, die Kante ist in der Tour drin, 0 sie ist nicht drin. Gut, damit ist natürlich schon klar, dass wir quadratisch viele Variablen haben in der Größe oder in der Anzahl der Städte, in der Anzahl der Knoten.
natürlich, das ist auch schon ein großes Problem, können Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt also ein TSP habe mit 1000 Städten, nicht, dann hat der vollständige Graph ungefähr 500.000 Kanten, dann habe ich 500.000 Variablen. Gut, wie sieht dann die Zielfunktion aus? Nun, entweder so ausgedrückt, aber entweder sozusagen hier knotenorientiert oder kantenorientiert, es ist die Summe über die CIJXIJ, beziehungsweise die Summe über die CEXE. Ich gehe einfach über alle Kanten drüber so, und multipliziere die Kante oder den Wert der Kante, der ja entweder auf 0 oder 1 steht, mit den zugehörigen Kosten. Das ist sozusagen, sind dann die Gesamtkosten einer TSP-Tour. Soweit okay? Gut, ja, damit habe ich die Zielfunktion modelliert, die Variablen und die Zielfunktion modelliert, und jetzt geht es natürlich noch um die Nebenbedingungen. Ja, um die Nebenbedingungen kompakt zu formulieren, führe ich jetzt noch gewisse Schreibweisen ein. Die sind auch so üblich, die findet man auch so in der Literatur. Das ist mir sozusagen an der Stelle sozusagen auch wichtig, wenn Sie da mal Papers lesen, die sich mit dem TSP beschäftigen, oder Bücher speziell für das TSP, da ist diese Notation absolut gängig. Und wir machen das Ganze ja sozusagen letztendlich auf einem Graphen, also einem vollständigen Graphen. Und betrachten wir also jetzt mal irgendeinen Graphen und zu diesem Graphen eine Knotenteilmenge S. Und dann definieren wir für solch eine Knotenteilmenge S die Menge der Schnittkanten. Und was ist das anschaulich? Mache ich gleich auch an der Tafel. Das ist die Menge der Kanten, die ist dann hier immer mit Delta von S bezeichnet. Das ist die Menge der Kanten, die einen Knoten in S haben und den anderen Knoten nicht in S. Das ist sozusagen genau die Definition. Also Delta von S ist die Menge aller Kanten VW. So, das gilt, ein Knoten V ist in S und der andere Knoten W ist nicht in S. Der ist im Komplement, im V ohne S. Das ist die Menge der Schnittkanten. Ja, manchmal besteht die Menge S auch nur aus einem einzelnen Knoten, V. Dann könnte man das sozusagen jetzt so schreiben, Delta von der Menge, die nur aus einem Knoten besteht, aber na, der Mathematiker ist ja schreibfaul, und dann sagt er sozusagen, dann schreibe ich das einfach so, Delta von V. Damit ist dann das hier gemeint. Ja, Delta von V besteht dann aus allen Kanten, die inzident zu V sind, weil die Menge S besteht dann nur aus dem einen Knoten. Und dann kommen sozusagen als Knoten W nur die Knoten in Frage, die adjazent zu dem Knoten V sind. Und dann ist die Kante natürlich dann inzident mit dem Knoten V. Gut, machen wir das mal am kleinen Beispiel an der Tafel. So, Mini-Beispiel. Ich vollständiger Graph hier. So, wenn das jetzt hier der Knoten V wäre, dann ist das Rote, was ich jetzt zeichne, Delta von V. Diese Menge der roten Kanten. Das sind die, die inzident sind mit dem Knoten. Gut, nehme ich mal einen anderen, sage ich jetzt mal hier die Menge S, besteht aus den Knoten VW, hier ist W. Ja, dann alle Kanten, die einen Knoten in dieser Menge haben, den anderen nicht. Das wäre diese Kante hier, das wäre diese Kante hier,
das wäre diese Kante hier und das wäre diese Kante hier. Das heißt also, das Grüne ist dementsprechend dann Delta von S. Okay. Das sind die sogenannten Schnittkanten von einer Menge. Das sind praktisch die Kanten, die jetzt die Menge S separieren von dem Rest des Graphen, also aus dem Graphen praktisch rausschneiden. Nicht deshalb heißen die Schnittkanten. Gut, ja, das waren also die ersten Bezeichnungen, die ich hier eingeführt habe für das Traveling Salesman Problem. Und jetzt brauchen wir noch weitere Bezeichnungen. Und zwar, wir betrachten hier jetzt einen vollständigen Graphen, weil das TSP ja immer auf einem vollständigen Graphen operiert. Und zu diesem Graphen irgendeine Kantenteilmenge, wie die auch immer aussehen mag. Und dann ist also eine typische Notation in TSP, dass man schreibt x von der Kantenteilmenge f. Und damit ist diese Summe hier gemeint. Das heißt, wir summieren über alle Variablen, die den Kanten in der Menge f entsprechen. Gut, dieses x von macht man allerdings nicht nur für Kantenteilmengen, sondern auch für Knotenteilmengen. Das heißt, hier jetzt im zweiten Teil dieser Definition betrachten wir eine Knotenteilmenge s von v. So. Und was ist dann x von s? Nun, das ist, dann machen wir sozusagen aus der Menge s wieder eine Kantenmenge. Und das sind sozusagen, das ist jetzt nicht der Schnitt von S, das wäre jetzt falsch, sondern wir benutzen dann hier für die Menge S sozusagen die Menge aller Kanten, die sich mit dieser Menge S bilden lässt. Das heißt also die Menge aller Kanten E, die aus den Knoten VW besteht, sodass beide Knoten in S liegen. So, und davon bilden wir dann X von dieser Kantenmenge, und das ist dann wieder diese Definition. Ja, mit ein bisschen Übung ist klar, was damit sozusagen dann jeweils verbunden ist. Es sozusagen dient eigentlich nur dazu, um Gleichungen und Ungleichungen, die man jetzt hat im Rahmen des TSPs, kompakter aufzuschreiben. Wenn man das also sozusagen wirklich mit der üblichen Notation über Knotenindizes aufschreiben müsste, wäre das immer sehr lästig. Sie werden gleich sehen, mit diesen Schreibweisen ergibt sich halt eine sehr kompakte Notation. Das ist halt das Übliche, was man so in der Mathematik macht. Man überlegt sich spezielle Notationen, mit denen man die Dinge, die man dann hat, deutlich kompakter formulieren kann. Gut. Ja, jetzt sind wir eigentlich so weit, um das Traveling Salesman Problem als ganzzahliges lineares Programm zu formulieren. Okay, ja, die Zielfunktion, die kennen wir ja schon, die haben wir ja schon gesehen, ist diese hier. Wir brauchen also noch die Nebenbedingungen. Na, gucken wir uns das mal an. So, zur Motivation habe ich hier mal so eine kleine Deutschlandkarte. Und in diese Deutschlandkarte habe ich mal eingezeichnet die optimale Tour, die wir aus dem Branch and Bound Algorithmus kennen. Ich hier jetzt wirklich schön auf der Karte, hier ungefähr ist Aachen, gibt es halt hier in der Karte keinen roten Punkt für. Und hier ungefähr ist Baden-Baden, hier gibt es leider auch keinen roten Punkt für. Die anderen Städte, die sind hier alle drin, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Nürnberg, München, Stuttgart und Frankfurt. Und dann war das hier die optimale TSP-Tour, die wir berechnet haben. Ja, was ist sozusagen charakteristisch an solch einer TSP-Tour? Wenn wir jetzt die TSP-Tour als Graph betrachten, das hier sind die Knoten, auch wenn sie jetzt hier nicht eingezeichnet sind, die Knoten dieses Graphen. Dann in der Tour ist jeder Knoten inzident mit genau zwei Kanten. Das ist sozusagen ein definitorisches Element für eine Tour. Sozusagen ein Graph in dem Sinne ist, also wenn ein Graph eine Tour ist, dann ist jeder Knoten inzident mit genau zwei Kanten.
Ja, und das könnte ich jetzt einmal sozusagen hier umständlich so aufschreiben, nicht, indem ich erstmal über die Summe der XIGs, wie gesagt, der erste Index muss immer kleiner sein als der zweite, also so plus das hier. So muss dann gleich 2 sein. Oder ich kann es jetzt mit unserer neuen Notation auch kurz so formulieren: x von Delta V ist gleich 2. Das ist hier die Summe x, die Summe über die Variablen, über die Kantenvariablen, nicht, von allen Schnittkanten zu einem Knoten, also von allen Kanten, die inzident sind mit dem Knoten V, und das muss gleich 2 ergeben. Ja, das ist eine lineare Gleichung, wie man sieht. Und diese Gleichungen heißen Gradgleichungen. Degree Equalities im Englischen. Ja, und die sind natürlich elementar für das TSP. Ja, okay, jetzt könnte man meinen, damit hätte man das Problem schon erschlagen. Aber dem ist leider nicht so, denn es kann Folgendes passieren, kann ich gerade mal an der Tafel zeigen. Nicht, wenn wir ansonsten, wir gehen mal davon aus, dass alle Variablen auf Vorzeichen beschränkt sind. Dann könnte nämlich jetzt Folgendes passieren, wenn ich nur die Gradgleichungen hätte. Ich habe nur die Gradgleichungen und ich rufe dann den LP-Solver auf und ich habe dann hier jetzt diese Knoten. Und dann könnte der LP-Solver auch sagen, die optimale Lösung sieht so aus. Und setzt diese Variablen hier immer auf 2. Das darf er ja. Wenn ich die Variablen nur Vorzeichen beschränkt habe. Dann stimmen, sind die Gradgleichungen ja erfüllt, nicht? Ich setze diese Variable einfach auf 2. Da stecken nicht zwei Variablen dahinter, sondern nur eine, die hat dann aber den Wert 2 und damit sind die Gradgleichungen erfüllt. Das muss ich natürlich verhindern. Wie kann ich das verhindern? Nun, ich beschränke die Variablen einfach und sage für jede Variable, sie muss kleiner gleich 1 sein. Ja, und das sind dann die sogenannten Variablenbeschränkungen. Man nennt die auch triviale Ungleichungen, weil die natürlich sozusagen eigentlich schon direkt daraus kommen, dass diese XEs ja eigentlich binäre Variablen sind. Die dürfen ja eigentlich nur den Wert 0 oder 1 annehmen und dann dürfen sie natürlich insbesondere nicht größer als 1 sein. Aber man möchte ja immer mit möglichst wenig Beschränkungen arbeiten. Und deshalb sozusagen, Sie werden das auch gleich sehen, wir werden die Variablenbeschränkungen unter Umständen teilweise gar nicht nutzen. Aber sozusagen für eine vollständige Formulierung des TSPs gehören die. Und ja, nicht, sie entsprechen sozusagen jetzt hier der Relaxation der Ganzzahligkeit dieser XEs. XE darf zwischen 0 und 1 sein. Gut, ja, jetzt könnte man natürlich wieder denken, das war's jetzt, nicht? Wenn doch das hier erfüllt ist, also die Gradgleichungen, so, und hier der Wert immer zwischen 0 und 1 liegt, also wenn das sozusagen dann auch binär nur 0 oder 1 wäre, so, also ganzzahlig, da muss doch immer eine Tour rauskommen. Nee, ist auch nicht der Fall. Das zeige ich Ihnen jetzt auch wieder an der Tafel. Da kann nämlich Folgendes passieren. Da könnte der LP-Solver auch sagen, ja, eine optimale, wenn ich nur Gradgleichungen und Variablenbeschränkungen hätte. Dann könnte der LP-Solver auch auf diese Idee kommen.
setzt hier die Variablen jetzt immer auf 1. Schreibe ich nicht extra hin. Nicht? Jetzt alle Gradgleichungen sind erfüllt. Jeder Knoten ist inzident mit genau 2 Kanten. Nicht? Die Variablen, hier die Kanten nicht eingezeichnet haben, die stehen alle auf 1, die anderen auf 0. Gradgleichung erfüllt, Variablenbeschränkung erfüllt. Ist aber natürlich keine Tour, sondern wir haben 2 Subtouren im Prinzip. Okay. Ja, ist keine zulässige Lösung. Ja, das müssen wir verhindern. Das heißt, da brauchen wir sozusagen noch eine weitere Klasse von Ungleichungen, die uns das verhindert. Und das sind sehr wichtige Ungleichungen, die jetzt kommen. Ja, das müssen wir verhindern, was ich da gerade an der Tafel gezeichnet habe, und das können wir verhindern mit den sogenannten Subtour Elimination Constraints. Okay, ja, wie formuliert man diese Subtour Elimination Constraints? So, gucken wir uns das sozusagen nochmal an der Tafel an. Nun, das hier ist die sogenannte Subtour. Das hier natürlich genauso. Die darf nicht auftreten. So, was kennzeichnet jetzt diese Subtour? Ich habe eine Anzahl an Städten, die echt kleiner ist als die Gesamtanzahl der Städte. Wenn ich sozusagen eine Subtour mit n Städten habe, dann habe ich eine Tour. Aber hier habe ich halt weniger als n Städten, weniger als n, nämlich ich habe 6 insgesamt, hier habe ich nur 3. So, und innerhalb dieser 3 Städte habe ich 3 Kanten. Nicht? Und wenn ich innerhalb von 3 Städten 3 Kanten habe und überall hier die Gradgleichung erfüllt ist, dann habe ich halt so eine Subtour. So, und das darf nicht passieren. Das heißt, ich habe innerhalb dieser 3 Städte zu viele Kanten. Nicht? Zwischen diesen 3 Städten dürfte es höchstens 2 Kanten geben. Nicht? Die dritte Kante hier, die müsste irgendwie hier hingehen, nicht? Beziehungsweise von hier kommen. So, und hier natürlich genauso. Okay, und das kann natürlich sozusagen jetzt nicht nur hier bei 3 oder 4 oder 5 passieren Städten, sondern letztendlich im Prinzip bei jeder beliebigen Anzahl an Städten und auch für jede beliebige Teilmenge von Städten, die nicht die Gesamtmenge ist. Nicht? Also für jede echte Teilmenge. Nicht? Und für jede echte Teilmenge müssen wir das verbieten. Und das verbieten wir halt, indem wir sagen, innerhalb solch einer echten Teilmenge der Städte so, darf es höchstens so viele Kanten geben, wie diese Teilmenge Städte hat, minus 1. 3 ist zu viel hier, aber eine weniger wäre erlaubt. Ja, und das sind die Subtour Elimination Constraints. Und hier steht es jetzt, für jede echte Teilmenge, so, muss sozusagen der induzierte Untergraph einer TSP-Tour für diese Teilmenge kreisbar sein. Nicht? Da darf kein Kreis entstehen. Enthält also höchstens so viel, höchstens Anzahl S minus 1 Kanten. So, jetzt steht hier für jede echte Teilmenge, das brauche ich also nicht für die leere Menge zu betrachten, das brauche ich auch nicht für einzelne Knoten zu betrachten. Und das brauche ich auch nicht für Teilmengen zu betrachten mit nur 2 Knoten, denn für 2 Knoten entspricht das sozusagen gerade den Variablenbeschränkungen. Eine Teilmenge mit 2 Knoten macht eine Kante aus. So, das heißt, es geht also los bei Teilmengen, die mindestens 3 Knoten umfassen, und es muss eine echte Teilmenge sein, also höchstens n minus 1 Knoten. Und ja, und die Summe über alle Kanten, die jetzt sich aus dieser Teilmenge von Knoten bilden lassen,
So, die muss kleiner gleich Anzahl der Knoten in dieser Teilmenge minus 1 sein. Das kann ich jetzt kompakt halt auf diese Weise formulieren. Ja, das sind die Subtoe-Elimination Constraints. Ja, und die Subtoe-Elimination Constraints, die verbieten mir jetzt halt diese Konstrukte, die ich hier habe. Die ich hier hätte. Okay. Gut. Ja. Da springe ich mal gerade drüber hinweg, weil ich möchte Ihnen zumindest noch mal an zwei Beispielen zeigen, wie wir jetzt nämlich dann die TSP-Probleme lösen können. Können Sie sich entweder zu Hause mal selber angucken oder ich erkläre es dann nächste Woche. Denn jetzt kommt sozusagen ja, mit einer der Highlights eigentlich dieser Veranstaltung. Wir lösen jetzt mal TSP-Probleme mit Schnittebenen und wir fangen mal an mit dem Problem, was wir vorhin im Branch and Bound gesehen haben. Das war das von Folie 238. Sie kennen ja noch das Problem mit den Städten hier Aachen, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Baden-Baden, Stuttgart, Nürnberg und München. So, und jetzt machen wir Folgendes. Diese Subtoe-Elimination Constraints, die stellen nämlich sozusagen ein Riesenproblem dar. Das ist Ihnen vielleicht jetzt auch schon klar geworden, nicht? Für jede echte Teilmenge, auch wenn sozusagen hier das ein bisschen eingeschränkt ist, aber es gibt halt viele echte Teilmengen, exponentiell viele. Und wenn das sozusagen ein bisschen mehr, ein bisschen größer wird, sind das viel zu viele. Und es wäre überhaupt nicht praktikabel, die jetzt alle aufzulisten. So, deshalb macht man Folgendes, man beginnt mit einer LP-Relaxation, wo man, also zumindest mache ich das üblicherweise so, wo man zunächst die Subtoe-Elimination Constraints rauslässt und ich lasse auch immer die Variablenbeschränkungen erstmal raus, sondern beginne allein mit den Gradgleichungen. Das heißt, ich nehme nur die Gradgleichung. Das ist meine erste LP-Relaxation. Und das mache ich jetzt hier nicht. LP, nur die Gradgleichung für alle Knoten. Das können wir uns jetzt mal angucken. Moment, kommt gleich. So, da ist es und ich zeige jetzt mal die LP-Relaxation. Wir sehen jetzt hier die Kostenmatrix, die wir vorhin hatten, in einem Branch and Bound-Problem. Und jetzt als symmetrisches Problem, deshalb sozusagen nur das obere Dreieck. Und wir sehen jetzt hier die Gradgleichung. Also hier heißen die jetzt 1, 2, 3 und so weiter. Dabei steckt da halt, wie gesagt, eigentlich Aachen, Baden-Baden und so weiter dahinter. Nicht? Hier die Gradgleichung, das ist die Gradgleichung für die erste Stadt, für die zweite Stadt und so weiter. Gut, ja, und jetzt lösen wir das mal mit dem LP-Solver, dem GLPK. Ja, Optimal Solution found. Ja, da sehen wir 189 bekommen wir. Und kann natürlich jetzt nicht die optimale Lösung sein, denn den optimalen Zielfunktionswert, den kennen wir ja schon. Das ist sozusagen jetzt eine untere Schranke. Die untere Schranke ist aber besser als die zwei, die wir vorhin hatten. Vorhin hatten wir als untere Schranken 186 aus dem Minimalgerüst und 183 mit unserer UV-Methode. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, was der ausspuckt. Und das können wir jetzt auch mal aufzeichnen. Dann sehen wir, jetzt sind hier gewisse Variablen auf 2 gesetzt.
und andere sind auf 1 gesetzt. Und dann zeichnen wir jetzt mal gerade an der Tafel, was dann dabei rauskommt. Am besten mache ich das so, dann sieht man das da unten noch. Und ich wische hier mal die Tafel. So, gucken wir mal gerade nach den Variablen. Welche sind denn jetzt auf... Ja, dann ist beispielsweise die Variable 1, 4 auf 2 gesetzt. Also, ich mache das jetzt mal so, ich skizziere das nur sozusagen, was logisch rauskommt. Zwischen 1 und 4 habe ich 2. So, dann habe ich zwischen 2 und 5 eine 1, Moment, zwischen 2 und 5 eine 1. So, dann habe ich zwischen 2 und 9 eine 1. Dann habe ich zwischen 3 und 6 eine 2. Zwischen 5 und 9 eine 1. Und zwischen 7 und 8 eine 2. Und das müsste es auch gewesen sein. Ja, das war's. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal an und dann sehen wir natürlich direkt verletzte Ungleichungen. Hier steht die Variable auf 2, das heißt, da ist die Variablenbeschränkung verletzt. Das heißt, hier führe ich jetzt zusätzlich als Ungleichung mit in das LP ein, x 1, 4 kleiner gleich 1. Ja, hier natürlich analog. Und hier auch. Ja, was habe ich hier? Eine Subtoelimination Constraint. Hier habe ich so einen Kurzzyklus und das muss ich jetzt verbieten. Und jetzt definiere ich die Subtoelimination Constraint speziell hier für diesen Zyklus. Ja, und das wäre folgende Ungleichung. Ich muss alle, Achtung, das ist sozusagen jetzt die kleinste Subtoelimination Constraint, die es gibt. Da sieht man sozusagen noch nicht alles dran. Nicht? Aber wenn ich jetzt eine größere hätte, die vielleicht aus 4 oder 5 Knoten besteht, dann nehme ich alle Kanten des vollständigen Graphen, die da drin sind. Also auch die Kanten, die jetzt hier in dieser Subtour selbst nicht auftreten. Das ist hier jetzt nicht der Fall, weil da habe ich 3 Knoten und 3 Kanten. Nicht? Und dann entsteht die Ungleichung x2,5 plus x2,9 plus x59 kleiner gleich 3 Knoten minus 1 macht 2. So, ja, und das sind jetzt 4 zusätzliche Ungleichungen, die ich meiner LP-Relaxation hinzufüge. Und das machen wir jetzt mal. Ich hatte schon gesehen, da kam eine Frage im Chat. Komme ich gleich drauf zurück. Erstmal möchte ich das sozusagen jetzt hier durchziehen. Und jetzt nehmen wir die einfach hinzu. Ich muss denen keine Namen geben. Also, was haben wir? X 1, 4 kleiner gleich 1. Wir haben X 3, 6 kleiner gleich 1. Wir haben x7,8 kleiner gleich 1 und wir haben die Subtoelimination Constraint x2,5 plus x2,9 plus x5,9 kleiner gleich 2. Ja, das ist jetzt eine neue LP-Relaxation
Und jetzt lösen wir diese LP-Relaxation mal. So, ist auch in P0, kann ich gleiche Kommando wie vorhin nutzen. So, und jetzt gucken wir uns mal die Lösung an. Oh, da kommt schon 250 raus. Und wir wissen ja, das ist der optimale Zielfunktionswert. Und dann gucken wir uns doch die Lösung mal an. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt schon die optimale Lösung haben muss. So, aber da stehen die variablen Werte hier in der Activity-Spalte. So, ja, und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Überprüfen wir das doch mal, was er denn jetzt ermittelt hat. Also, welche Variablen stehen auf 1? Zeichnen wir das mal auf. Das ist als erstes die Variable 1,4 und dann die Variable 1,5. Dann kann ich hier 1,4. Ach, da habe ich jetzt wieder einen Stift erwischt, der schwach ist. Und hier 1,5. Dann die Variable 2,5. Dann die Variable 2,9. Die Variable 3,6. Muss ich hier woanders weitermachen, machen wir mal hier weiter. 3,6. Ich hoffe, das sieht man jetzt noch, oder bin ich da schon? Ja, sieht man noch. 3,6 und 3,8. Und dann 4,6. Ah ja, da habe ich ja die 4 von da oben. Dann 7,8. Und 7,9. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind alle drin. Ich habe eine Tour. Ja, das ist die optimale Lösung. Das hat ausgereicht. Wir haben 4 zusätzliche Nebenbedingungen hinzugefügt. 4 Ungleichungen. Und mit diesen 4 Ungleichungen liefert mir die LP-Relaxation, ohne die Variablen auf Ganzzahligkeit beschränkt zu haben, einfach nur die simple, stinknormale LP-Relaxation, liefert mir nicht nur eine ganzzahlige Lösung, sondern liefert mir eine ganzzahlige Lösung, die eine Tour ist. Also muss das die optimale Lösung sein. Und ich habe nur eine einzige Subtour Elimination Constraint dafür gebraucht und 3 Variablenbeschränkungen. Obwohl es ja viel, viel mehr Subtour Elimination Constraints gibt. Aber die sind alle nicht relevant. Die sind alle nicht relevant. Ja, that's it. Also, so konnten wir jetzt einfach dieses Traveling Salesman Problem lösen. Mit 2 Iterationen des LP-Solvers. Das hat schon ausgereicht. Gut. So, ja, jetzt mehr schaffe ich jetzt leider nicht. Hätte Ihnen auch noch gern das nächste Beispiel gezeigt. Aber auch nicht so schlimm. Können wir vielleicht als Übung dann machen. So, gehen wir hier nochmal weg. Ja, also hier auf den Folien sieht man nochmal, das ist sozusagen in die Karte eingezeichnet, die erste Lösung, die wir bekommen haben. Hier diese kleine Subtour und hier
die Kanten, die auf 2 gesetzt waren. Und dann haben wir hier die 3 Variablenbeschränkungen eingeführt und dieses Subtle Elimination Constraint. Und das hat schon ausgereicht und dann kamen wir hier zur optimalen Tour. Super. Okay, es war kein Branching erforderlich, nicht? Das heißt also, unser eigentlicher Branch-and-Cut-Algorithmus, der sieht ja so aus, dass wir hier noch diesen Schritt 7 haben. Nicht? Wenn wir hier so eine Ungleichung nicht mehr finden, dann branchen wir. War überhaupt nicht notwendig. Nicht? Wir haben sozusagen nur hier in dem Sinne 1 gemacht, nicht? Sind dann hier durchgegangen, haben dann verletzte Ungleichungen gesucht, sind wieder hier zu 3 gegangen und waren dann fertig. Ja. Das war's. Gut, das war natürlich auch noch ein ziemlich kleines Problem. Normalerweise an dieser Stelle in der Vorlesung mache ich jetzt weiter hier, normalerweise mit dem Beispiel 5,7. Und 5,6 überspringe ich dann meistens. Und bei 5,7 ist es so, das ist ganz interessant. Sie können natürlich nicht davon ausgehen, dass Sie immer ganzzahlige Werte für die Variablen bekommen, wie wir das jetzt gerade in dem kleinen Beispiel hatten, sondern da können natürlich auch gebrochene Werte auftreten. Also beispielsweise eine Variable XIJ kann auch auf 1/2 stehen. Oder bei größeren Problemen dann auch auf 1/3, 1/6 oder 1/10 oder sowas. Und das tritt hier in dem Problem GR13, tritt das dann auch schon auf. Und trotzdem kann man aber mit den Definitionen, die man hat, Subtle Elimination Constraint und so weiter erkennen. Und von daher ist dieses Beispiel auch ganz interessant. Das schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Es sind ja jetzt schon nach 7 Uhr und das machen wir sozusagen dann beim nächsten Mal. Wenn man hier dieses Beispiel richtig macht, GR17, dann treten da keine gebrochenen Variablen auf. Und das kriegt man also so durchgezogen, ohne Branching, auch sozusagen rein mit der Identifikation von Subtle Elimination Constraints und Variablenbeschränkungen. Von daher wäre eigentlich GR17 eine gute Übungsaufgabe, das zu Hause mal selber zu machen. Und das können wir dann vielleicht am Anfang von der nächsten Vorlesung besprechen. Gut, ja, hier tauchte noch die Frage auf. Eine Tour hat aber auch genau die Anzahl an Kanten wie die Städte. Wie kann der Algorithmus wissen, ob es sich um eine Subtour oder eine Tour handelt? Ja, das weiß der Algorithmus in dem Sinne ja gar nicht, sondern wenn er die LP-Relaxation löst, nicht, dann löst er sozusagen dieses lineare Programm. Und in diesem linearen Programm sind immer, so fängt man beim TSP immer an, sind immer die Gradgleichungen drin. Und die müssen dann ja erfüllt sein. Das heißt also, jeder Knoten ist also inzident, nicht unbedingt mit 2 Kanten, weil die können ja auch gebrochene Werte annehmen, aber ist sozusagen inzident mit Kanten, die dann in der Summe, in der Variablensumme 2 ergeben. So, und dabei kann natürlich jetzt alles Mögliche auftreten. Ich zeige Ihnen mal ein paar Bildchen. Ich gehe mal ein bisschen weiter in der Vorlesung und zeige Ihnen mal ein paar Bildchen dazu. So, dann können beispielsweise solche Situationen so wie hier entstehen. Die roten Kanten stehen jetzt für 1/2. So, nicht? Also solche Gebilde können dann beispielsweise entstehen. Sieht man natürlich sofort, dass das hier keine Tour ist. Aber wir haben hier sozusagen wiederum eine Subtour und dafür können wir jetzt wieder eine Subtour Elimination Constraint formulieren. Und wenn man das in diesem Beispiel macht, das ist also ein TSP mit 42 US-Städten, nur diese eine Subtle Elimination Constraint hinzufügt, so, dann sieht die nächste Lösung so aus und dann hat man hier wieder eine Subtle Elimination Constraint. Und so weiter. So, und jetzt gucken Sie sich das mal an. Nicht? Also was der Algorithmus halt garantiert durch die Gradungleichungen, jeder Knoten hier, nicht, hat sozusagen eine Gradsumme von 2. Das ist überall der Fall.
Und dadurch entsteht natürlich insgesamt, ich erinnere mal an das Handschlaglemma aus der Graphentheorie, dadurch entsteht natürlich insgesamt eine Summe von n über die Kantenvariablen. Sie erinnern sich vielleicht an das Handschlaglemma. Das Handschlaglemma sagte aus, die Summe über die Knotengrade ist gleich zweimal die Anzahl der Kanten. So. So, ist doch richtig, nicht? Ja, die Summe über die Knotengrade ist gleich zweimal Anzahl der Kanten, nicht? Und hier habe ich sozusagen jetzt immer den Knotengrad. Jetzt müssen wir auch noch so mal die Noten gerade. Ja, ist zweimal Anzahl der Kanten. Und das heißt, wenn ich hier sozusagen jetzt immer zwei habe, bei jedem Knoten zwei habe, dann bekomme ich sozusagen 2n als Summe der Knotengrade. Und das heißt, ich habe n viele Kanten. Das entsteht sozusagen dann ganz automatisch durch die Nebenbedingungen. Okay, ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Gut, ja, das gucken wir uns ja sowieso dann beim nächsten Mal an. Ja, dann sind wir heute durch mit dem Vorlesungsteil. Ich hatte gesehen, Übungen muss ich nicht besprechen. Ich lade dann einfach die Musterlösungen hoch. Und dann machen wir sozusagen mit dem TSP nächste Woche weiter. Und ja, dann lösen wir sozusagen hier weitere Beispiele. Ich gebe dann mal GR17 als sozusagen Übungsaufgabe auf. Können Sie sich so mal selber dran probieren, die können wir dann besprechen. GR13 können wir auch noch lösen. Da treten dann auch gebrochene Variablen auf als Lösung der Relaxationen. Und ja, dann machen wir weiter und sehen dann sozusagen noch weitere Tricks und Kniffe, wie man solche Traveling Salesman Probleme effizient lösen kann. Ja, dann alles Gute, bleibt mir dann noch zu sagen, und ja, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.